Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen ist ein attraktives Kulturland, und das muss es auch bleiben. Und die Kulturförderung ist für uns Freie Demokraten keine Subvention, sondern sie ist eine Selbstverständlichkeit, eine Investition in den Zusammenhalt und in die Zukunft unseres Landes. Flächendeckende individuelle Kulturangebote für unsere Gesellschaft, für Jung und Alt, funktionieren jedoch nur mit einer auskömmlichen Finanzierung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Auskömmlichkeit steht mit diesem Haushalt auf dem Spiel. Und warum ist das so? Was hat sich denn eigentlich verändert zu den Jahren 2017 bis 2022? Verändert hat sich, dass statt der FDP nun die Grünen zusammen mit der CDU im Land regieren. Und das hat zur Folge, dass die schwarz-grüne Landesregierung beabsichtigt, erstmals seit 11 Jahren wieder Kürzungen im Kulturetat vorzunehmen. Und damit, meine Damen und Herren, begehen CDU und Grüne nicht weniger als einen Wortbruch. Denn wer eine schrittweise Erhöhung des Kulturetats um 50% in den Koalitionsvertrag schreibt, meine Damen und Herren, der kann und darf hinterher nicht das Gegenteil tun. Und genau das geschieht gerade. Knapp 7,5 Millionen Euro weniger für den Kulturetat. Damit bremst die Landesregierung nicht nur die bewusste Stärkung der vergangenen Legislaturperiode unter Schwarz-Gelb, mehr noch, damit nimmt Schwarz-Grün billigend in Kauf, dass diese Stärkung im schlechtesten Fall wieder zunichte gemacht wird. Die Landesregierung hat die Tatsache, dass in den Titelgruppen der einzelnen Kultursparten keine Kürzungen vorgenommen werden, im Ausschuss als Zeichen der Verlässlichkeit bezeichnet. Dass dafür aber bei den Selbstbewirtschaftungsmitteln eingespart wird und auch die Kulturszene von gestiegenen Lohn- und Energiekosten sowie der Inflation betroffen ist, das wird verschwiegen. Doch diese Faktoren führen dazu, dass eine vermeintlich gleichbleibende Förderhöhe am Ende dann doch zu einer einschneidenden Kürzung und somit zwangsläufig auch zu einer Ausdünnung des kulturellen Angebotes hier bei uns in Nordrhein-Westfalen führen wird. Unter einem Zeichen der Verlässlichkeit verstehen wir Freie Demokraten dann doch etwas anderes. Und mehr noch, meine Damen und Herren, der Landesregierung mit dem ersten Haushalt 2023 haben Sie die von Ihnen selbst gelegte Latte der schrittweisen Erhöhung, 50-prozentigen Erhöhung, bereits gerissen. Mit dem vorliegenden Haushalt machen Sie sich erst gar nicht mehr die Mühe, die Latte zu erreichen. Sie laufen gleich unter ihr durch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Jahren ist die Kulturszene nicht mehr so verunsichert wie mit diesem Haushalt. Sehr, sehr schade, denn zusammen mit den Liberalen sind in den Jahren zwischen 2017 und 2022 den Ankündigungen von Schwarz-Gelb auch uneingeschränkt Taten gefolgt. Seitdem jedoch die Grünen mit am Kabinettstisch sitzen, hat die Kultur bei uns hier nichts mehr zu lachen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Kulturpolitik Verunsicherung schürt, dann verspielt sie Vertrauen, wichtiges Vertrauen. Vertrauen auf der einen Seite, aber auch natürlich Kontinuität auf der anderen Seite, um die Vielfältigkeit, auf die wir ja alle zu Recht so stolz sind, um die Vielfältigkeit unserer Kulturlandschaft auch in schwierigen und sicher für uns alle herausfordernden Zeiten auch langfristig zu erhalten. Planungssicherheit ist hier sicherlich das entscheidende Stichwort. Planungssicherheit aber bedeutet frühzeitige, verlässliche und auch transparente Informationen, auch wenn sie wehtun und eventuell Einschnitte bedeuten. Aber vollmundige Versprechungen in Koalitionsverträgen anzukündigen, denen für den Haushalt 2024 erst Stillschweigen und dann Kürzungen folgen, wer so handelt, der ist kein verlässlicher Partner für unsere Kulturlandschaft. Und daher sind wir als FDP-Fraktion der Auffassung, dass das Kapitel Kulturförderung dem wirklich großartigen Engagement unserer Künstlerinnen und Künstler hier bei uns in Nordrhein-Westfalen finanziell bei weitem nicht angemessen ist und werden dann deshalb dieses Kapitel im Einzelplan 06, Entschuldigung, auch ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.